Brumm, 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 brumm. Hallo! Ist der Sound okay, ja? Ah! Du musst gleich ins Bett! Moin, Mathe Missy! Ja, hier ist die Kamera, ich muss schon so ein bisschen bücken. Aber ich hab euch hier auf dem Schirm, keine Sorge. Da ist der Big Chat is big. Wer ist denn alles da? Mathe Missy ist immer da. Pickelhaube, wann geht's los? Ja, jetzt geht's los! Tobi ist da. Guten Abend. Was geht's? Wigelino! Tem! Ja, was geht? Ihr seht ja schon, hier liegt die Vega. Die ist endlich angekommen. Einmal war ich privat ein bisschen verhindert. Und das Paket vom Cracky kam auch ein bisschen später als das vom Mettes. 3:30 Uhr aufstehen. Oh, arbeiten. Bist du Bäcker? Oder. 3:30 Uhr klingt so. Rivalisieren des Vegalandes. Ja, der Cracky. Ja, das Lustige ist ja. Das Lustige ist, schalten wahrscheinlich gleich 30 Leute ab. Die Vega. Die legen wir jetzt erstmal zur Seite. So. Richtig Prollo ins Bild hier hinten. Die bauen wir später ein. Ich gebe auch ein bisschen Gas. Wir basteln jetzt erstmal was fertig. Was ich schon vor Wochen. Tschüss, deine Maike. Was ich schon vor Wochen angefangen habe. Bleibt mal dran, das ist echt cool. Und zwar angefangen hat das alles hiermit. Ja? Das kennt ja jeder. Wer kennt es? Super Nintendo. Da habe ich so zwei Layouts gemacht. Ich habe die erstmal so ein bisschen in Schwarz ge gemacht. Weil sich das einmal ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Weil sich das. Die Nintendo, genau. Das ist die Nintendo. Weil sich das Schwarz einfach leichter in eine Vektorgrafik verwandeln lässt, als wenn es vier verschiedene Farben sind. Dann, bevor ich jetzt weitererzähle, habe ich. Ich verrate noch gar nicht, was ich vorhabe. Dann habe ich hier Industrial Engineering mäßig so ein kleines. Layout. Hier seht ihr, außen war schon die DIN A3 Version, die waren ein bisschen zu groß. Hab dann hier so eine kleine Version gemacht und hab das so ein bisschen ausgeschnitten. Hallo Wolfi! Und hab mir gedacht, ich baue mir mal was selbst. Und was baue ich mir selbst? Irgendwas Geiles mit SNES. So, Layout hin oder her. Dann habe ich gedacht, ich könnte mir mal so eine geile Lampe bauen. So eine SNES-Lampe. Ihr kennt ja hier meine Wand hinter mir. Also die da oben, wo auch das Pong-Bild hängt. Und nebendran ist noch ein bisschen Platz. Und da dachte ich mir, ich baue mir so ein geiles Leuchtschild. Genau, Matt der Messi hat es schon erraten. Das ist. Ich habe dann hier so ein paar Plexiglas-Proben von Evonik, ThyssenKrupp Plastics. Das sind diese kleinen hier, alle möglichen Farben. So Farbproben. Und habe dann. Jetzt habe ich natürlich. Meine Taschenlampe. Ich wollte noch eine Taschenlampe mit weißem LED-Licht mitbringen, aber ist nicht so schlimm. Da seht ihr, das gibt hier so, wie heißt es? Laguna Blau. Backseat Glass. Blackseat Glass. Blackseat Glass. Ne, das ist Registered Plexiglas. Trademark. Auf jeden Fall alle möglichen Farben. Ihr seht schon, diese Form ist ein bisschen anders als die Proben hier. Und von denen hier habe ich mir quasi in den SNES-Farben vier Stück bestellt. Gelb, blau, grün und rot. Liegen hier unten noch so rum. Dann habe ich halt so ein paar Beleuchtungsproben gemacht, so gegen das Licht. Ich habe jetzt die Taschenlampe vergessen. Das ärgert mich ein bisschen. Auf jeden Fall, man sieht es hier. Ich muss mal gucken, mein Smartphone, ob das noch Akku hat. Dann kann ich euch ein bisschen Backlight geben, damit ihr so ein bisschen. Ist halt jetzt so Kamerakram, ne? Rot sieht orangener aus, als es in Wirklichkeit ist. Also. Und bei Grün, da ist eins ein bisschen abgebrochen, das ist aber nicht so schlimm. Bei Grün, das hier war zu grau. Moin, General Ludendorff. Und das hier war irgendwie zu hellgrün.
in der Kamera sieht es jetzt schön dunkler, aber beide zusammen übereinander hat halt echt genau den SNES Grünton getroffen. Also habe ich mich entschieden für die zwei Grünen. Den Roten, der ist wirklich richtig saftig rot. Den Blauen, der ist schön dunkelblau. Und das Gelbe sieht, ist relativ sehr durchsichtig. Aber mit, es ist okay. Es geht. Im Notfall kann man das andere Gelbe noch hinten dran machen. Dann, aber das ist, glaube ich, dann zu orange. Dann habe ich dieses Probeding weggelegt. Und habe mir überlegt, okay, jetzt hast du diese Dinge hier. Wie machst du jetzt weiter? Dann habe ich im Internet mal so ein bisschen rumgeschaut und habe so eine Website gefunden, bei der man so Plexiglas schneiden lassen kann. RIP der Grüne. Was? Wieso der Grüne? Wieso bin ich grün? Und ich habe dann eine Firma gefunden, also eine Website, da konnte man relativ günstig, meines Erachtens nach, ups, mach ich's noch kaputt, sich so Plexiglas formen anhand so einer Grafik. Ich habe einfach so ein JPEG hingeladen. Wegen der Grün entschieden? Wegen Grün entschieden? Wieso denn Grün entschieden? Ich habe doch alle vier Farben. Nur die, bei den Grünen musste man beide übereinander legen, damit man gegen das Licht genau den SNES Grünton trifft. Glaubt mir. Ich habe es wochenlang geprüft. Mit Tageslicht, ohne Tageslicht und allem. Auf jeden Fall habe ich dann eine Firma gefunden, da konnte ich diese Grafik hochladen und die haben mir für knappe 30 Euro dieses 30x40 cm schwarz-matte Plexiglas, ich glaube Stickstoff, irgendwie mit Stickstoff wurde es geschnitten. Nicht gelasert, sondern mit Stickstoff. Das habe ich dann bestellt und dann habe ich dann so erste Proben gemacht, indem ich das so dahinter gelegt habe. Klappt jetzt bestimmt gut mit einer Hand, aber ihr könnt es euch vorstellen. Ne? Sieht man das? Es ist ein bisschen dunkel, kann es sein? So. So, und es sah halt echt schon ziemlich geil aus. Ich habe die auch schon mit Tesafilm so von hinten da dran geklebt und habe die dann so kopfüber gegen meine Streaming-Beleuchtung hier gehalten. Und habe gemerkt, verdammt, das sieht richtig geil aus. Jetzt war ich halt so weit und dann kam ich erstmal nicht weiter. Was bimmelt denn da? Bimmelt was? Hörst du was bimmeln? Vielleicht die Heizung. Hörst du was bimmeln, Cracky? Ich höre nichts bimmeln. Meine Hose. Jetzt bimmelt nichts mehr. Keine Ahnung, was hier gebimmelt hat. Das Mikro hat mehr gehört als meine Ohren. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe es mit meinen Ohren nicht gehört. Vielleicht kommt es irgendwo vom Rechner. Egal. Auf jeden Fall kam ich dann erstmal nicht weiter, weil... ja, gut. Man könnte das jetzt so mit Abstand halten, so cool von der Wand distanzieren, so ein kurzes Stück und... Aber ich hatte dann keinen Bock mehr, mir irgendwie so Gedanken zu machen und mir da so eine voll die krasse Konstruktion zu bauen, weil ich erstmal nicht... Erstens mal wollte ich das Ding fertig kriegen und zweitens mal... Wusste ich gar nicht, wie ich das hier hinten dann so festmachen soll. Ich hätte das dann so kleben können mit so Abstandshaltern und wie beleuchte ich das dann von hinten und so. Und dann, ich lege das mal kurz zur Seite, habe ich erstmal mir auch die Maße nehmen müssen von diesem Teil und habe ich mir so eine Holzkiste bestellt. Die ist leider ein bisschen sehr tief. Ich hätte mir gewünscht, dass die ein bisschen, dass die nur so halb so hoch ist. Dann steht das nicht ganz so weit von der Wand ab. Aber ich bleib jetzt erstmal dabei. Ausgebimmelt, ja, hat sich ausgebimmelt. Und hab gedacht, ich baue das jetzt erstmal damit fertig. Das Ding war so komplett nackiges Holz, wie ihr hinten sehen könnt. Ich habe das dann einfach mit so einer
Acrylfarbe, außen bestrichen. Acrylfarbe ist der Hammer. Ich habe das auch gefilmt, aber leider habe ich das Video gar nicht mehr auf dem Rechner bekommen. Das war auch nichts Besonderes. Ich habe einfach nur mein Handy hingelegt und habe mit Acrylfarbe das Ding gepinselt. Das Video ist eigentlich ziemlich langweilig. Aber Acrylfarbe, das deckt halt wie geteerte Lunge. Ihr seht, ich habe hier schon so Löcher reingebohrt, um das Ding aufzuhängen und hier unten für Strom. Das ist ein bisschen ausgebrochen, aber das musste ich leider heute Mittag, was heißt leider, das musste ich heute Mittag schon machen, weil ich hatte keine Lust, jetzt hier abends um 9:30 rumzubohren. Ja, ich weiß, aber das wäre dann, das kann man doch mal machen. Ich hänge das erstmal hier an die Wand und wenn mir das dann irgendwann auf Dauer zu klobig wird, dann mache ich die Platte wieder ab und mach mir irgendwie noch eine andere Abstandshalterung. Ich möchte es erstmal so fertig kriegen. Die Kiste war auch relativ günstig und man kriegt sehr viel Leuchtmittel hier rein. Der Cracky saugt um 2:35 Uhr, ja, aber Löcher in die Wand bohren ist was anderes wie saugen. Denn ich habe hinter mir an der Wand auch schon die Löcher gebohrt heute Mittag. Da habe ich sogar ein Video, kann ich euch nachher mal zeigen. Und ich baue es jetzt erstmal damit fertig. Das ist so mein persönliches Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Und mal schauen, wenn mir das dann zu klobig ist, baue ich es vielleicht irgendwann nochmal um. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt basteln wir das schnell mal fertig. Vor allem schnell. Alles voller Holz. So. Okidoki. Der hier ist... jetzt muss ich umdenken. So rum ist hier rot, ne? Und der grüne, den muss ich so doppelt legen. Ungefähr so. Wie das von hinten aussieht, ist ja dann erstmal völlig wurscht. Ich habe mir auch vorgenommen, passt die Vega da rein? Da rein! Ja, so ein Vega-Leuchtreklame wäre auch mal geil. Ich habe mir vorgenommen, dass vorerst... nur mal mit irgendwie so einem doppelseitigen Klebeband zu fixieren. Oh, sorry, Ohren sind raus. Ich bin ein Freund von... Heißkleber. Das kann man später machen. Man könnte auch hier und da einfach zwei Tropfen Sekundenkleber machen. Aber ich bin ein Freund des Industrial Engineering. Hier 100 Heißkleber. Heißkleber. Nein. Heißkleber ist bäh. Hört auf mit Heißkleber. Ich bin ein Freund des Industrial Engineerings. Und wenn ich hier mit Heißkleber rummache, kriege ich das nie wieder auseinander. Kann das Ding nie wieder verbessern oder umändern. Und so geht das. So könnte ich notfalls das wieder mit einem Cuttermesser oder so entfernen. Die zwei kann ich aber schon mal zusammenpappen. Und ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Hoffe ich zumindest. So. Mal schauen, dass man das hier irgendwo erwischt. Mein Rechner macht Party da hinten. Habt ihr das gehört? Soll er ja, weil der Ton nicht gepasst hatte. Der grüne wird dunkler. Soll er. Also der Farbton, es ist jetzt echt schwierig, das mit so einer Kamera zu zeigen. Der hier sieht man es ganz gut. Der hier ist irgendwie so zu, wie sagt man das? Ich habe es ans SNES rangehalten. Ich will es jetzt nicht abbauen. Und das Witzige ist, die Farben auf dem Controller entsprechen nicht den Farben des Logos. Mindblow. Das Logo des SNES ist hinten auf der Konsole natürlich drauf. Und nicht zu verwechseln mit dem, die grüne Taste ist die andere Farbe. Und das hier war einfach zu durchsichtig.
Seht ihr das? Das ist so dunkelgrün, wo man voll leicht durchgucken kann. Und das hier war einfach zu gelblich, auch wenn es jetzt in der Kamera sehr grün aussieht. Flugzeug im Anflug. Ja, ja, die fliegen wieder im Moment hier sehr viel. Das ist halt so, ja. Das höre sogar ich im Vergleich zu dem Gebimmel. So, ich pappe das jetzt erstmal alles zusammen, weil ich will dann mal gucken, wie das Ergebnis an der Wand aussieht, bevor ich hier irgendwas mit Heißkleber verhunze, weil die Lampe wird in Summe... ich will nicht sagen teuer, aber auch nicht billig. Und das ganze Zeug bestellt... war das jetzt zu knapp? Ein bisschen. Shit. Bei deiner Konsole passen die Farben. Das ist ein sehr komisches, doppelseitiges Klebeband, merke ich gerade. Was habe ich da was habe ich aus irgendeiner Schublade hier genommen? Vielleicht ist das ein bisschen besser. Vielleicht hat... Einflugschleife, ja, genau. So, ich habe hier noch mal ein bisschen besseres. Vielleicht ist das ein bisschen stabiler. Ich hole jetzt das SNES. Du sagst, dass bei dir stimmen die Farben. Dann schauen wir mal. Es ist hier so eng, als wäre ich beim Cracky. So, jetzt schau doch mal. Seht ihr das? Das Grün ist nicht das Grün. Ganz klare Sache. So, wie sieht man es am besten? Das Grün hier ist viel, viel heller. Das ist so ein richtiges Dunkelgrün und das ist so ein Hellgrün. Ist nicht gleich. Hat mich auch ein bisschen verrückt gemacht. Aber ist halt so. Ja, das Rot ist auch ein bisschen anders. Ein Ticken dunkler, der Knopf. Aber bei dem Grün ist es halt irgendwie sehr aufgefallen. Ich habe gedacht, ich bin jetzt hier voll schnell mit, wenn ich das mit doppelseitigem Klebeband mache, anstatt mit einer Heißklebepistole. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch nichts will. Nee, die Anordnung ist natürlich gleich. Um Gottes Willen, stell dir mal vor, das wäre anders. Das wäre ja ein Skandal. So ein gefälschtes SNES. Fingernägel, ich habe keine Fingernägel. So, mal schauen, ob das ein bisschen besser klebt. Ansonsten müssen wir doch die Heißklebepistole oder den Sekundenkleber. Ich habe noch Sekundenkleber. Ups, jetzt bin ich unten zu weit. Es hält. Man muss ja da mal nicht von außen dann dagegen drücken. Es geht ja nur darum, dass die halten, bevor ich die dann wirklich richtig verpansche und verklebe. Da wären mir nämlich diese Blättchen zu schade. Ich bin froh, diese Dinge mit einer vernünftigen Farbe online zu bestellen. Das ist fast unmöglich, weil du kannst die nicht in Real Life sehen. Also du siehst dann immer nur so riesen Platten von Plexiglas. Kaufen Sie jetzt 1 Meter, wir schneiden Ihnen alle Maße zu und so weiter und so fort. Und es sieht halt Hier 100 Heißkleber kann man nochmal entfernen, aber Sekundenkleber ist B. Ja, ich weiß, du hast recht. So ein kleiner Tropfen Sekundenkleber macht manchmal schon mehr Schaden als Heißkleber. Da hast du recht. Das stimmt.
Es ist aber praktischer. Also irgendwie diese Heißklebepistole, das ist irgendwie. Da kann man geile Sachen mitmachen, aber ich finde es immer so nervig, das Ding irgendwo hinzustellen und. Achtung, heiß! Also, wie gesagt, ich hatte das mit Tesafilm, so Klebeband, einfach so fixiert und habe das dann mal so gehalten. Das sah schon so geil aus, deswegen mache ich das jetzt hier so minimalistisch. Also nicht wundern, das ist. Das soll jetzt kein Fusch sein, sondern das ist einfach nur schauen, wie es aussieht. Und ihr werdet merken, das Ergebnis wird geil sein. Nur die Box ist ein bisschen groß, aber. Ich lasse es erstmal so. Ich habe eine Akku-Steinl Neo 1, die ist ganz praktisch. Eine Akku-Heißklebepistole? Habe ich auch noch nie gesehen. Ist das ein 18-Volt-Akku oder was? Oder wie funktioniert das? Aber Akku klingt schon ziemlich praktisch, weil bei den meisten Heißklebepistolen ist das Kabel so kurz. Ach so, die ist so, weil die so fett ist. Nee, nee, nee. Also doch, die läuft doch nicht mit Akku. What the fuck geschieht hier? Hier wird gebastelt, Freunde der Sonne. So, ich muss jetzt mal ganz kurz hier den Check machen. Okay. Dieses Klebeband ist scheiße. Ich lasse es mal kurz auf dem Schoß liegen. Ihr seht ja trotzdem noch, was hier abgeht. Aber das hier ist wenigstens besser. Boom. Ja, die Vega muss jetzt warten. Ich mache jetzt hier erstmal meine Lampe fertig. Ist halt so. Gestern Abend habe ich ja mit Mattes schon eine Runde CS gespielt. Danger Zone. Macht schon Bock irgendwie. Vega später. Ja, das wird lustig. Wenn ich Hardware einbaue, das wird ungefähr so lustig wie bei Mattes. Undervolting, what? Was für ein Bier? Aber erstmal einbauen. Findest die Lampe spannender als die Vega? Ich auch. Ihr seht jetzt noch nicht, wie geil das aussieht. Ich kann vielleicht sogar noch mal das Gelbe hinten dran halten. Ist fast geiler mit dem Gelben noch hinten dran. Die Datei, ja natürlich habe ich die. Die habe ich vom Handy, weil du die per Handy in die WhatsApp-Gruppe geknallt hast. Habe ich die vom Handy runtergeladen? Ich habe einen Fehler gemacht. Und habe mir die selbst per E-Mail geschickt. Ich probiere noch mal das hier aus. Ist fast geiler noch. Lass mal das andere dran. WhatsApp Web? Ja, habe ich aber nicht. Ist ja nicht schlimm. Ich habe mir die Datei einfach aufs Handy geladen und habe mir die per E-Mail geschickt. Alles cool, alles cool, alles cool. Das ist ja so eine XML-Datei gewesen, oder? Guten Abend, Toni.
Oh Gott, voll die Hardware-Specs gepostet. XML, genau. Ja, die habe ich. Die müsste irgendwo auf dem Desktop sein. Aber wie gesagt, einbauen, Treiber runter vorher, Treiber drauf und dann ist ja erstmal alles gut, also. Kein Stress. Was wird gemacht? Ich baue mir eine Lampe. Ich habe mir Plexiglas ausschneiden lassen. Schwarzes, mattes Plexiglas. Voll Hardcore Laser, wie er abgeht. Ja, kann ich ja nichts für, wenn diese Undervolting-Profile in XML gespeichert werden. Oder was können wir dafür? Nintendo-Lampe, ja, das ist das Nintendo-Logo von der Nintendo-Firma. Es ist der absolute Running Gag gewesen auf der Gamescom damals. Ja, kommt es auch für die Wii? Nee, das kommt nicht für die Nintendo. Ich glaube, das war doch die Switch. Die Wii noch, oder? Cracky. Du bist gespannt, wie es aussieht. Es sieht genial aus. Ach, war das schon die Wii U? Stimmt! Das war Wii U-Zeit. Das war. Mann, mir ist so warm hier oben. Das gibt's doch gar nicht. Voll den Babkopf. War doch für die Wii? War das nicht die Wii U-Zeit noch schon? War das GoldenEye auf der Wii? My brain, ja, mir geht's gerade genauso. Ich stehe auf dem Schlauch. So, und jetzt kommt nämlich. So weit war ich schon. Sandrock! Wupp, wupp, 14 Monate! Ich baue mir eine Lampe. Wollt ihr es mal von vorne sehen? Es ist zu dunkel, ne? Aber ich will jetzt auch noch nichts raushauen. Wir legen es erstmal zur Seite. Denn ich weiß nicht, wo ich das ganze Zeug hingelegt habe. Jetzt kommen wir an die Beleuchtung. Da ist sogar ein Dimmer dabei. Mit so einem Rädchen zum An- und Ausschalten und Dimmen. Ich hatte überlegt, vielleicht seitlich ein Loch reinzubohren, dass das so rausguckt. Dann könnte man das Licht noch dimmen, aber das ist. Lasse ich jetzt erstmal weg. Ich wiederhole mich, aber ich mache immer erstmal einen Step nach dem anderen. Reflektor auf der Rückseite habe ich auch dran gedacht. Einfach so ein bisschen Alufolie hinten reingeklebt. Aber, wie eben schon gesagt, eins nach dem anderen. Das kann man immer noch nachbauen. Und mal schauen, wie es aussieht dann fertig. Ja, Alutape habe ich auch dran gedacht. Aber unterschätzt man nicht diesen abgefahrenen LED-Streifen. Ich habe den schon mal einmal komplett abgewickelt. Das sind 5 Meter. Ich habe 40, 30, 40, 30. Ich kann ungefähr 4,3 Mal im Kreis kleben. Und meine Idee war, das hier außen am Rand entlang zu kleben, dass ich gar nicht direkte Beleuchtung von hinten habe. Ein UFO. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich... Das ist jetzt so richtig Arbeit für mich. Da habe ich so gar keinen Spaß dran. Vor allen Dingen hört dieser Klebestreifen, der geht bis unter diesen Schrumpfschlauch. Ganz toll, danke, China. Ah, jetzt. Bitte nicht in Richtung Flugzeuglandebahn halten. Ja, sonst landen die hier. So, mal gucken, ob meine
super duper Berechnung stimmt und ich jetzt nicht hoffentlich hier seht ihr was oder seht ihr nur meinen Kopf? Ihr seht nur meine Landebahn auf meinem Kopf. Man sieht alles, ja? Top. Ja, man muss immer mal nachfragen. Der Cracky ist schon geübt in solchen Settings, ne? Einfach so da sitzen, brabbeln und irgendwas mit den Händen fummeln. Das wird, ja genau, das wird ein Vega-Schaukasten. Ich muss, glaube ich, gleich mal meinen Pullover ausziehen. Mache ich jetzt auch. Es ist viel zu warm. Oh, was habe ich denn da an? Das DFB-Pokalsieger-T-Shirt. Cool. Wer ist denn aktueller DFB-Pokalsieger? Weiß das jemand von euch? Ja, es ist. Ich wusste es. Ja, das cool, dass ihr mitdenkt. Das macht Spaß. Die Idee mit dem... bisschen schief. Die Idee mit der Alufolie habe ich auch schon gehabt. Aber die habe ich genauso vergessen mit hochzubringen wie die Taschenlampe. Aber das kann man ja noch machen. Am besten das schon mal irgendwie so ein bisschen hier so fixieren vielleicht. Pummels war halt so langsam. Ja, Mats Pummel. Vega, bleib stehen. Sei nicht trotzig, du musst warten. Einfach mal irgendwie so hier alibimäßig ein bisschen fixiert. So, ich bin echt mal richtig gespannt, wie das dann wirkt, ob ich mit meiner Denkweise das hier so am Rand zu machen irgendwie dann so erfolgreich bin. Indirektes Licht for the win. Schauen wir mal. Die Zeugen Jehovas. Ja, da war ich noch ein bisschen klein. Was heißt klein? Aber etwas jünger. Aber Acid 1979, der könnte schon ein paar Jährchen älter gewesen sein. Oder war es? Ja, dieses Gefummel ist halt echt nicht so meins. Aber das muss ja nicht bombenfest halten, Hauptsache. Moin! Guten Abend an alle, die eingeschaltet haben. Splitter, nö, das ist... Es ist jetzt nicht so super duper poliert, geschliffen, aber es ist okay. RIP, die Rechnung für die Hütte im Februar ist da. Yeah, geil, hast du gebucht? Hammer. Ah, scheiße. Das ist ein bisschen schief geworden, aber das seht ihr ja nicht. Ha, offscreen. Geheiminfos.
Die Ravioli-Hütte. Naja, das hat ja eigentlich nichts mit Ravioli zu tun. Was nicht böse gemeint ist, aber... Nicht, dass die Fans jetzt hier denken, boah, die haben was Geiles geplant und dann sind alle enttäuscht. Unterhaltet ihr euch echt über Stream? Ja klar, warum denn nicht? Ist doch cool, wenn der Matt, sag ich, wenn der Matt hier einschaltet, kann er doch sagen, was es Neues gibt. Wie sollen wir uns denn auch im Teamspeak unterhalten, wenn jeden Abend, außer jetzt natürlich jetzt mal Ausnahmefälle, aber wenn jetzt jeden Abend irgendein anderer von uns streamt? Früher haben wir jeden Abend zusammen in CS rumgegammelt und haben CS gezockt. Da konnte man mehr schwätzen. Jetzt schwätzen wir halt über den Chat, ist doch cool. Ist doch nichts dabei. Muss ich nicht entschuldigen. Oh, der Madcow kommt. Bei Madcow musst du dich entschuldigen, guck. Der ist angry. Angry Madcow ist angry. Was hatte ich gesagt? 4,3 habe ich ausgerechnet. Was ein Gewurstel, ey. Und es nimmt kein Ende. Ich sehe schon, komm, ich muss wahrscheinlich doch den Dimmer einbauen, weil das einfach, sonst landen hier echt die Flugzeuge. Ja, ein endloser Spiegel, genau. Eine Vega rein, dann hast du unendlich viele Vegas. Ist das brandsicher? Das werde ich merken, ob das brandsicher ist. Aber es sind nur 5 Volt LEDs. Die werden nicht so warm. Ich habe unten 24 Volt LEDs im Wohnzimmer. Die werden schon warm, ja. Ja, ich mache mir da keine Sorgen. Das ist ja keine Lampe, die ich anlasse und dann irgendwie den ganzen Tag unterwegs bin. Das ist eine Lampe, die mache ich halt an. Abends, wenn ich hier mal sitze und ein bisschen... dunkles Licht haben möchte. Oder vielleicht, wenn ich im Stream hier sitze und als Hintergrundbeleuchtung, also da mache ich mir keine Gedanken. Naja, dunkles Licht, das ist ja halt, wenn das dann hier durchscheint, das ist ja hier nur so eine... Wie soll ich das denn beschreiben? Indirektes Licht, so halt. Gemütliches Licht zum Zocken. Genau, gemütliches Licht. Nicht so wie diese Streaming-Beleuchtung hier. Bei der man nach dem Stream noch bis nachts um 3 Uhr im Bett liegt und nicht schlafen kann. Eben. Der Tando hat es richtig erfasst. Das Holz fängt dann vielleicht ein bisschen an zu stinken. Falls es zu heiß wird, aber Holz brennt nicht so schnell. Also Hitze kann Holz richtig viel ab, nur Flamme nicht. Leuchtstoffröhren zwischen Vorhang und Fenster. Ja, die waren geil, weil da hast du keinen richtigen Vorhang benötigt. Weil das hat von innen so beleuchtet, dass man trotzdem nicht reingucken konnte, obwohl man keinen Rollladen hatte. Kenn ich. Ey, der Bersi ist am Start. Oder bist du schon die ganze Zeit da? Hab ich dich überlesen? Nö, vor allem die 5 Volt LEDs nicht. Moin Bersi. Das ist das Ende. Das pappen wir auch noch mal ein bisschen fest.
Man sollte es bloß nicht rot dann beleuchten. Ah, Oma 85, krass. Ja, das ist hardcore, gell? 85, mein Opa ist auch 86. Da denkst du so, 86? Fast dreimal so alt. Omas Kuchen, ja. Alles vom, alles zu essen bei der Oma ist am besten. Bleh. Insert random Essen hier. 90, ja? Das ist Wahnsinn. Wie alt sollen wir mal werden? Okay, ich habe irgendwo... Scheiße, komm nicht dran. Ich habe irgendwo Strom hingelegt. Jetzt komme ich nicht ran. Kurz mal offscreen gehen. Profi-Werkzeug, weiße Steckerleiste mit Schalter. Ach, war das vielleicht? Vorhin? War das das Bimmeln? Meine Wasserflasche. Oder hat sich das anders angehört? Komisch. Wo kommt das her? Vielleicht vom Rechner oder so. Ich hab den Regler vom PC nicht ganz zu. Vielleicht hat der Rechner irgendwas ge... Als ich mein Handy abgezogen hab. Dieses Dudum, war das das? Ich hatte mein Handy nämlich am Rechner, zum Laden. Das könnte es gewesen sein. Oh Gott, ich muss mal kurz im Stream gucken, wie es aussieht. Einfach nur ein weißer Ball. Okay, das macht natürlich jetzt auch die Kamera. Oh, hier kann ich jetzt die Vega reinlegen. Das wäre mal ein lustiger Stream. Und weg. Wisst ihr jetzt, warum ich gesagt habe, ich brauche keine Hintergrundspiegelung? Jetzt wisst ihr es. Legt die Karte rein und hebt sie raus. Dann müsste ich es aber erst auspacken zu. Komm, ich tu dir den Gefallen. Vergiss die Folie, merkst du was? Best Clip of the Year. Ja, nur für dich, Cracky. Mega. Die Karte ist einfach so ein Brett. Das ist nicht mehr normal. Ich habe ja nicht so viel mit Hardware zu tun wie der Cracky. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Guck doch mal die Karte, die passt gerade so da rein. Seid ihr ready? Schade, guck mal, wie die Farbe wegnimmt. Seht ihr das? Macht schon viel aus. Oh! Viel lustiger ist, wenn man das drinne versenkt. Der Trümmer ist zu groß, ja. So, jetzt legen wir dich wieder zur Seite. Mein Freund. So. Ja, die halten Bomben fest, die Dinge. Das reicht. Das, man muss gar nicht so viel. Und so, und jetzt kommt das ganze Ding
einfach hier drauf. Soll ich euch mal kurz teasern? Jetzt hatte ich überlegt, oben so Scharniere zu machen, dass man das so klappen kann. Das war mir aber auch irgendwie zu blöde. Ich mache einfach jetzt mal hier so einen Streifen Klebeband. In der Hoffnung, dass es nicht runterfällt. Und wenn es runterfällt, fällt es auf die Couch. Weil mit der Kiste bin ich noch nicht so ganz 100% zufrieden. Aber egal. Es wird jetzt so fertig gebaut. Ich will, dass es hier an Weihnachten im SNES-Look. Immer alles mit Klebeband. Ja. Doppelseitig oder Gaffer? Duct Tape für den Endsieg. Nein, ich fusche nicht. Ich mache nur mal First Revision 1.0. Und dann schauen wir mal weiter. Wie es ist, wenn es fertig ist. Es soll ja auch ein bisschen schnell gehen, ne? Also jetzt hier nicht 3 Stunden an so einer Lampe basteln. Ich möchte es erstmal so fertig bauen und dann gucke ich mir das mal in Ruhe an, ob das überhaupt funktioniert. Ich würde ja lügen, wenn ich das nicht schon mal so an die Wand gehängt hätte. Aber noch nicht mit Licht und allem. Weil das ist die Kiste, die ist nicht so ganz perfekt. Aber es ist nicht so einfach, genau etwas in diesen Maßen zu finden. Am geilsten wäre natürlich so eine richtig flache Kunststoffkiste, die genau die Maße hat. Aus Lego, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Oh, du hast mich gerade auf eine richtig gute Idee gebracht. Man könnte sich aus Lego so Abstandshalter bauen, ne? Für die Wand. Lego, Tropfen Sekundenkleber drauf und dann kriegst du die Steine nie wieder auseinander. Mit so ein paar alten, ranzigen Steinen könnte man das machen. Ja, selber zusammenschreinern, das habe ich auch erst überlegt. Aber da hat mir wirklich die letzten Wochen... Er hat Kopfschmerzen mit Bildern? Achso, ja, dein Gehäuse. Dein ist aufgetaucht, ne? Lottoladen, oder was hast du geschrieben? Beim Kiosk abgegeben. Hab letztens eine Lego-Wand gesehen, an die man Sachen bauen konnte. Wäre eigentlich... ein geiles Streaming-Projekt. Was heißt denn eine Lego-Wand? So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt hält. Wenn das nämlich nicht hält, müssen wir das Projekt eh abbrechen, weil ich keine andere Sachen mir besorgt habe, um das hier umzusetzen. Fake-Lego? Naja, wenn die Qualität gut ist, dann ist es doch... Warum nicht? Schlimm ist es nur, wenn das dann halt so wirklich so richtig ekliges Plastik ist, was so nach Chemie stinkt und so. Das braucht dann keine Kinder zum Spielen. Ja, wenn du so eine komplette Wand voll machst und hinter dir, dann kannst du dich so dran stellen, musst so stehen bleiben mit ausgestreckten Armen und jemand anderes baut um dich rum Lego. Da hast du dann so ein Abbild von dir. Da brauchst du ein paar Backblades. Jopp, wie sagt mein alter Helm, er muss nur aussehen wie gewollt. Genau. Lego sind die Fake-Steine. Wer hat's denn erfunden? Die Schweizer.
Ich krieg diese Platte da wahrscheinlich jetzt nie im Leben im ersten Versuch gerade drauf gesetzt. Ich find's ein bisschen schade, dass die Farben nicht so rüberkommen in der Kamera. Das ist jetzt hier auch meine Action Cam und nicht der Camcorder. Aber das ist ja auch selbst mit einer Spiegelreflexkamera kriegt man, also ich mit meinem Fotowissen, das nicht so hin. Vorbohren und dann vier Spacks rein. In die Platte? Nee, das ist mir zu riskant. Das ist Plexiglas. Das geht kaputt. Da bin ich mir fast sicher. So. Ich hatte das schon mal so zusammen an die Wand gehalten, mit den Dingern als Teser hinten dran. Und die Kiste ist ein Ticken zu stark, also zu dick. Wobei ich sagen muss, wenn es an der Wand hängt, das passt so ein bisschen zu dem Alter. Also zu dem Retro-Kram. Stufe 1 Abo, 6 Monate. Shinji, wup, 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 wup. Ich bin im Moment mehr auf YouTube. Clown, der die Zunge rausstreckt? Das hier? Ja, das Blaue sieht man im Stream nicht. Das ist sehr dunkel. Ja, die Farben sind halt leider nicht so geil im Stream, ne? Kann man das irgendwie ein bisschen zuhalten? Also ihr könnt euch vorstellen, dass das... ich gehe mal kurz das Licht ausmachen. Vielleicht sieht es dann geiler aus. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt so näher rangehe an den Bildschirm, sieht es schon ganz geil aus. Ja, das sieht schon cool aus. Ihr kennt ja solche durchsichtigen Plexiglas-Dinger. Die schimmern nicht so, die blenden nicht so in Wirklichkeit. Also das ist ein viel, viel matteres Licht. Und das Blau ist auch viel dunkler. Im Stream ist das Grün ja fast weiß, also sehr weiß. Naja, nee. Das ist nur im Kamerabild so. Der Dimmer ist dabei, aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Wirklich nicht. Ich versuche das gleich noch mal ein bisschen besser einzufangen. Ich mache mal kurz das Licht wieder ab. Achtung, nicht erschrecken. Mit einer anderen Cam. Ja, der Camcorder ist jetzt aufgebaut als Facecam. Wartet mal ganz kurz. Nicht erschrecken, ich verrücke das Kamerabild. So. Ups. Ja, kann man so stehen lassen. Ich versuche mal. Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich sehr optimistisch. Oh, da ist Spannung auf der Leitung. Das mit der Webcam einzufangen, aber das ist wahrscheinlich wirklich sehr. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Hey Fu, wo ist die Webcam? Wieso kann ich die Webcam nicht einschalten? Hier! Ja, sie macht wenigstens ein bisschen Lichtspielereien. Wenn ihr. Ah, habt ihr gesehen? Eben kurz das Grüne, wie das geleuchtet hat. Seht ihr das? Das sieht.
in echt viel geiler aus. Jetzt sieht man es so ein bisschen. Wenn man so ein bisschen schnell ist und die Webcam nicht so hinterherkommt mit der Beleuchtung. Das Weiß sieht auch so aus wie das Grün manchmal dann. Und das Blau und das Rot auch. Na gut, genug gewackelt. Licht aus und dann mit der Webcam. Ich probier's nochmal. Voll die Lightshow heute. Seht ihr das? Wenn man so ganz schnell rangeht, wie geil das Blau und Grün leuchtet. Ja, sie wirkt jetzt vielleicht ein bisschen affig, aber man muss die Kameras manchmal ein bisschen austricksen. Seht ihr, wie geil das ist? Ja, ich will die jetzt aber nicht händisch ändern. Wenn ich schnell genug bin... Ich mach mal wieder das Licht an. Ich probiere noch mal was. Was heißt probieren? Ich mache es einfach. Sieht irgendwie pervers aus. Spannungsabstieg und Abfall. Von was meinst du, wenn ich das Licht an und ausschalte? Ich habe den Chat nicht mitbekommen so viel. Wenn ich das Licht an und ausschalte, hört man das im Mikrofon. Eine Box bauen, ja. Also, ich kletter jetzt mal hier so ein bisschen im Kamerabild rum. Nee, das Logo habe ich offiziell genommen. Also was heißt offiziell? Halt das Logo. Das hätte ich ja nie im Leben so nachgebaut bekommen. Gibt's Schlimmeres? Knackt das wirklich im Mikrofon oder hört man einfach nur meinen Lichtschalter? Weil der Lichtschalter ist schon ein bisschen kaputt. Wenn man den schaltet, der knistert immer schon. Den müsste ich eigentlich mal tauschen. Ey ja, ist halt so. Mi. Jetzt schiebe ich hier die Couch rum. Ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich mir, was machst du? Es ist 10 Uhr. Ah ja, Schaden. Ein bisschen Schwund ist immer. Hier habe ich schon die Schrauben. Ist da noch ein Stromstecker frei? Nö. Nicht schlimm. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier vorübergehend. Ah, da unten ist noch was frei. Ja, das muss ich dann mal in Ruhe verlegen. Die Couch ist voll gemütlich. Ja, die ist auch voll gemütlich. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Also was nicht natürlich ein Garant ist für gemütlich, aber die war halt voll günstig. Deswegen ist sie auch so ein bisschen kackbraun. Aber für hier oben, die ist wie neu. Seht ihr das? Das wirkt jetzt so richtig ein bisschen monströs, vor allem neben dem Bild hier. Ich stehe voll im Bild, kann das sein? Also neben dem Bild wirkt es extrem monströs von der Seite. Aber, wenn man so von vorne, wenn man hier so um die Ecke kommt. Ach, jetzt habe ich den Schalter nicht angemacht. Oh, ich bin aber auch ein Depp. Hi, guten Abend. Ich mach nochmal Licht aus, jetzt kann ich auch dieses Ding hier mal ein bisschen zur Seite schieben.
Achtung, Ohren zu. Ja, da geht doch einer. Ich brauche keine Fernbedienung. Ich habe hier einen Fußschalter. Am Boden. Seht ihr mich jetzt nicht? Ich bin hier im Dunkeln. Aber das ist sowieso die Steckerleiste, die ist komplett mit dem Fußpedal geschaltet. So, jetzt versuchen wir mal hier. Oh Gott, die Webcam sieht furchtbar aus. Aber vielleicht kann man hier noch ein bisschen was machen. Ich brauche eine neue Webcam. Die ist so alt. Ich glaube, das bringt mit der Webcam nichts. Die ist einfach zu alt. Ich muss erstmal chatten. Sieht geil aus, restlich aus. Ein weißes Kabel. Ja, das ist nicht so schlimm. Das stört mich jetzt nicht so, dass das kein... Ich kann ja mal gucken, vielleicht kriege ich das mit der... mit der Kamera ein bisschen hin. Ich bin jetzt mal offscreen, aber ich kann hier auch Chat lesen. Also irgendwie mit der Actioncam kriege ich irgendwie überhaupt keine Settings hier hin. Na egal, lassen wir das. Ich mache mal das Licht wieder an. Hui! Beinahe hätte ich hier alles abgeräumt. So. Wieder da. Oh, erstmal eine kurze Trinkpause machen. Über drei Kabel gestolpert eben. Also denkt euch einfach dieses Grellleuchtende weg und dann seht ihr, wie geil das leuchtet. Ich guck mal, vielleicht mache ich nachher nochmal mit dem Smartphone ein Foto, was ich bei Twitter raushauen kann. Am Smartphone kann man ja mittlerweile ziemlich einfach mit zwei Finger drücken, Finger wischen, die Farben und alles korrigieren. Hallo Penner! Nee, das täuscht. Ich habe das heute Mittag ausgemessen. Ja, mir ist so warm hier oben. Was heizen sie eigentlich? Ich habe extra geguckt, dass es passt. Kein Problem. Weil ich wollte die auch vom Kabel und so eigentlich noch einen Ticken tiefer hängen, dass es so vom Winkel zu zum Winkel der Dachstrecke ein bisschen passt. Aber ja, die ist nicht perfekt, aber die ist ein Unikat. Und die habe ich selber gemacht. Ein Standard-Rip passt genau, ein DIN-Rip.
Warum ist die Box nicht weiß-grau? Da habe ich auch dran gedacht, Blubber. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte erst überlegt, mir so graues Plexiglas zu bestellen. Aber ich kenne das von der Arbeit und das sieht sau scheiße aus. So graues Plexiglas, das sieht scheiße aus. Das sieht einfach nicht so aus wie ein SNES. Deswegen. Das ist der Hauptgrund. Wenn, dann hätte man das so zweifarbig machen müssen. Ja, der Bernie sitzt sowieso mehr hier. Der haut sich den Kopf an vielleicht, ja. Ein mattiertes Grau. Naja, ich kenne diese Grau. Das gefällt mir nicht. Also, man hätte nie so einen vernünftigen Grauton bekommen. So einen vielleicht. So ein dunkles Anthrazit. Dunkelgrau. Ne, Anthrazit ist es nicht. Dunkelgrau. Aber so den Ton und schon gar nicht diesen hellen hier, den kriegt man kaum. Also diesen hier. Guck mal, das habe ich bei Rebuy gekauft. Das Rebuy-Siegel. Oh, kaputt gemacht. Jetzt kann ich es ja gar nicht mehr eintauschen. Ja. Deswegen habe ich mich für Schwarz-Matt entschieden. Acryllack. Nee. Lackieren bin ich genauso gut wie im Kleben. Doppelseitig. 90er Grau. So. Weg mit dem ganzen Müll hier. Alles voller Holzspäne. Ja, also für alle, die eingeschaltet haben, ich mag das Schwarz auch. Ist doch gut geworden, oder? DIN A3 Industrial Engineering zu DIN A4 zu fertigen, selbstgebauten Lampe. Natürlich war Kleben super. Alle Flugzeuge sind geklebt und wir fliegen trotzdem damit rum. Genau, it just works. Und das Coole ist, ich habe hier jetzt auch viel Müll. Nee, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich habe noch die Negative. Die waren dabei. Ich habe das gekauft. Stickstoff schneiden, wie auch immer das funktioniert. Und ich habe schon überlegt, mir aus diesen Negativen könnte man ja auch noch was machen. Hey, Madverse, 10 Euro. Wupp, wupp, wupp. Dank dir. Hammergeil. Mathe MSI will auch eine. Ja, ich kann ja einen Shop aufmachen. Bei... Wie heißt die Seite? Wo man so ein Kram, so ein Nerdkram basteln kann, selber bauen kann und verkaufen kann. Hier 100, was passiert, wenn es in der Box warm wird? Dann hält der Kleber nicht mehr. Pass auf. Ah, der hält schon. Etsy! Genau, danke. Etsy. Ich mache jetzt einen Etsy-Shop auf. 200 Euro die Lampe. Nee, sorry, da habe ich einfach keine Zeit für. Baut selbst nach. Ist nicht so schwer. Stellt euch eine Kiste, nehmt euch das Logo, schickt es zu... Ich habe nach Lasercut gesucht. Aber wenn ihr bei Google nach Lasercut sucht, findet ihr 1000 Seiten, wo man so Plexiglas bestellen kann. Nach Vektor, du schickst einfach ein Bild hin, die machen da selber einen Vektor draus. Ist gar keine Ahnung. N64-Logo. Nö, kannst du bauen. Aus Lego. So, weg mit dem Dreck. Achtung, laut. Okay. It's time for Vega, würde ich sagen, oder? Ich und Hardware. Das wird ein Spaß jetzt. Wasserstrahl schneiden. Ja, das war kein Wasserstrahl. Auf der Rechnung stand irgendwas mit Stickstoff. Schnitttyp Stickstoff. Zeig ich her die Karte. Na hier. Trümmer up your life. Ja, jetzt wird's wirklich spannend. Ich gehe mal kurz offscreen
Ich muss nämlich noch ich habe eine Idee. Ich mache eine kurze Pause und lass einfach das Video in Schleife laufen, wie ich die Löcher gebohrt habe. In der Zwischenzeit baue ich meinen Rechner ab, leg den hier hin und dann bin ich gleich wieder da. Es gibt Stickstofflaser. Ist es Stickstofflaser? Okay, was es alles gibt. Ich kann dir einen Link schicken, ja. Ich hau das alles nachher bei Twitter raus, okay? Da schicke ich euch den Link, wo ich die Platte habe schneiden lassen. Und ich habe auch mit denen telefoniert, die waren ganz nett. Der hat dann nochmal wegen irgendwas zurückgerufen. Und dann mache ich nochmal ein Foto vom Handy, dass das nicht ganz so beleuchtet ist. Ja, die sind auch heutzutage gang und gäbe, wie 3D-Drucker. Also, wie gesagt, ich baue schnell meinen Rechner ab. Lass das Video in Schleife laufen. In Schleife laufen, wie ich die Löcher gebohrt habe. Bis gleich. Wo ist der Ton? Ton! Ton! Bis gleich. Ach so, nicht wundern, das Video ist ohne Ton. Ich hatte den Mischpultregler nicht auf. Profi am Werk.
Hallo? Ich komme wieder. Stopp. Halt, stopp, Werkzeug. Oh, jetzt habe ich den Staubsauger. Ich habe übrigens gesaugt hinter der Couch. Das ist alles wieder sauber, habt ihr doch gesehen. Habt ihr doch gesehen, Dudes. Naja, den groben Staub können wir jetzt hier gerade auch auf dem Boden machen. Hier ist sowieso alles voller Holzspäne. Heute ist bei dir Bastelnacht. Ja, erstmal eine SNES-Lampe gebastelt, die jetzt leider nicht mehr im Bild ist. Da ist sie. Ja, aber ich muss mich mal irgendwann mal überwinden, das Ding einzubauen. Deswegen, die liegt schon die ganze Zeit hier rum. Ich bin immer wieder begeistert, wie wenig Platz ich hier habe. Nee, wie sauber diese Gehäuse heutzutage sind. Ich bin Zerspannungsmechaniker gelernter. Mittlerweile Meister und nur noch am Schreibtisch. Aber ich ziehe aus Prinzip immer eine Schutzbrille an. Ich habe auch damals Videos gemacht mit dem Dremel und sowas, habe ich auch eine Schutzbrille angezogen. Weil es gibt gar keinen Grund, keine Schutzbrille anzuziehen. Gibt es nicht. Den gibt es nicht, den Grund. Metallfuzzi. Maschinenbaumechaniker, ja. Ich habe auch schon Löcher in die Wand gebaut ohne Brille. Aber eigentlich gibt's keinen Grund. Wo habe ich jetzt das hier? Augen wachsen dich nach. Ganz genau. Ich habe in der Ausbildung mal, kurz off-topic, an so einer Drehbank, eine alte Maschine, also so eine offene Maschine, nicht Zune, so ein Gewindebohrer so per Hand reingeführt mit so einer Führung. Und der ist geplatzt und dann ist der, das platzt wie Glas. Und dann ist mir hier ein Splitter hingefallen, hier gegen, an den Wangenknochen. Und ich habe dann so hingegriffen und hatte da so lauter Blut hier an der Wange, nur weil der Splitter dahin geflogen ist. Und habe ich einfach so mit zittriger Hand zu meiner Brille gegriffen und habe die aufgesetzt. Ja. Und seitdem, warum ist die Schraube lose? Wer hat den denn zusammengebaut? Ja, beim Drehen. Gebranntes Kind. Naja, ich sag ja, es. Also, keine Schutzbrille anziehen ist ungefähr so wie Autofahren ohne Anschnallen. Es ist einfach dumm. Hast du einen Tipp, will mir wieder ein N64 zulegen, was ich achten sollte? Wollte was zu SNES als Abwechslung haben? Oh, N64 bin ich der Falsche, aber der Bersi ist ja im Chat. Der kann dir da vielleicht weiterhelfen. Muss ich ja eigentlich irgendwas beachten? Kann ich das mit Wissen aus 1997 hier ein- und ausbauen? Mal die Heizung fassen? Es ist so mieser Winter. Wo ist der Schnubbel? Du solltest den Halter mitnehmen. Stimmt, der ist hier drin irgendwo. Danke, dass du mich dran erinnerst. Den Trümmer. An die lackierte Heizung, naja, die sind. Wenn ich hier an der Seite an das Ventil zum Entlassen fasse, wird schon gut sein. Da ist der Schnubbel. Ja, ja, den Auswurfhebel betätigen, am besten mit einem Lineal. Ja, ja, das, da habe ich auch schon dran gedacht. Da habe ich sogar. Gleich wieder da. So ein Kunststofflineal. Oder mit einem Dings. Mit einem Stift. Komme ich jetzt schneller ran.
Geht auch easy. Easy peasy. Die ist auch ganz schön groß, ne? R9290 Vapor X. Die kann da schon mithalten. Mein lieber Freund. Der kleine Bruder. Der kleine große Bruder. Da hat man die Vega in der Hand, denkt so, boah, was ein Trümmer. Und dann, so viel ist es gar nicht. Ne? Ist auch eine geile Karte eigentlich. So, nochmal kurz ein bisschen hier vorsichtig Platz machen. Jetzt, wie wird dieses Ding denn eingebaut? Ich habe das Video, der Mattis hat das bestimmt im Video gemacht, oder? Ich baue nichts Krasses. Ich baue nur die Vega ein. Ist der... Oh, scheiße. Das ist blöd an der Couch. Die hat so viele Ritzen. Die alte Karte ist geile, ne? Die hat was. Ich weiß auch gar nicht mehr was. Das war auf jeden Fall... Der Cracky hatte damals gesagt, guck mal bei der Seriennummer, was das für eine Seriennummer ist. Und irgendwas konnte man an der Seriennummer erkennen, an der oder an der Modellnummer, dass das eine geile Version ist. Aber ich weiß gar nicht mehr. Als erstes mal die Grafikkarte reinkloppen. Ist echt voll sauber. Ist krass. Der Chat ist zu schnell, ich komme gar nicht hinterher. In den Sofaritzen steckt gar nichts. Ich das regelmäßig sauber mache. Alter, was ein Gerät. Was ist der Gerät? So. Drin. Bin schon drin oder was? Das ist ja einfach. Eine flache Schraube. Wo wird denn das jetzt verschraubt? Nanox ja kein Staubfilter. Ja, das stimmt. Dritte Slotblende ist sonst im Weg. Wird es hinten verschraubt? Ich bin kompletter Anfänger, was sowas angeht. Wo wird denn das verschraubt? Ist mal ohne Scheiß, die Boris Becker-Referenz. Beipackzettel. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ich gucke mir das jetzt einfach mal selber an. Learning by Self-Learning. Was war das? Achso, das sind nur die Anschlussarten. Zwei Schrauben. Support Bracket. Es ist eigentlich völlig krank, dass die Grafikkarten heute so eine Stütze dabei haben. Install VGA Card onto the Motherboard. Bastelnacht mit RIP. Ja, genau. Bastelnoob. Wie hat der Mattis das gesagt? Genannt Bastelnoob. Okay, okay, okay. Ah, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Man braucht hier eine flache Schraube. Aha, I got it. Also das Ding wird... Ach so, das ist einfach nur so eine Gummistütze. Ich dachte jetzt, weiß Gott, was wäre das für eine Wissenschaft. Ich habe gerade eine SNES-Lampe gebaut. Jetzt verkaufen die mir so eine Stütze mit Gummifropfen. Ich dachte, das wäre jetzt so voll Hightech. Die hätten jetzt irgendwo so ein Gewinde und dann kann ich das so einstellen. Aber dass man das verstellen kann, ist ganz cool. Dann kann man das wirklich für alle verschiedenen Grafikkarten Modelle benutzen, egal wo die Kühler sitzen. Mainboard-Karton inspizieren. Für was? Ist da noch eine flache Schraube drin oder was meinst du gerade? Achso, Mainboard-Karton. Ach du Scheiße. Da
Da komme ich jetzt überhaupt nicht dran. Da steht ein fetter Röhrenbildschirm davor. Ich muss mal erstmal gucken. Ah, okay. Das heißt. Über wie viele Blenden geht denn das Ding? Das ist auch lustig, ne? Die machen hier zwei Stück. Die zwei von der Kraka. Und die dritte unten drunter, ne? It's very important that the rubber on the knob. Da steht echt Knob. Krabbeln gehört zu basteln, hat wie das Amen in der Kirche. In der Haltertüte. Nee, in der Haltertüte. Die gehen? Die Schrauben, die hier dabei waren? Cracky, die gehen oder sind die zu hoch? Ich mach jetzt einfach mal. Ja, die beiden sind für den Halter, aber ich kann ja eine dickere nach hinten machen. Oder passt das nicht? Und die flache nach vorne. Geht doch auch, oder? Ja, natürlich mal Freestyle, ich hab das noch nie gemacht. So. Ja, das probiere ich jetzt einfach mal, ob da genug Gewinde durchkommt. Give it a try, oder? Na komm schon. Die ist ja unten drunter, ne? Die dritte. Sagen Sie. Aber für mich wirkt es so, als müsste ich sogar noch die vierte hier von der Soundkarte auch wegmachen. Sieht man das? Sieht man nicht, ne? Ich kann mal die Webcam anschmeißen, dann vielleicht seht ihr dann. Komm her. Zu dunkel, ne? Moment. Nee, man sieht's nicht, oder? Ravioli steht bei mir für Qualität. Welche Qualität? Ich brauche eine neue Webcam, hab ich das schon mal gesagt? Ich muss mal nach Weihnachten. Da sind die bestimmt billig. Cracky sitzt schweißgebadet vorm Stream. Ach Quatsch. So schlimm ist es bei mir auch nicht. Nee. Früher war das auch mal anders. Da habe ich auch viel Hardware gekauft. Das ist mit Hardware ist es halt so. Man muss die halt kaufen und benutzen und ausprobieren. Dann lernt man eigentlich am meisten drüber. Und wenn man dann irgendwann aufhört, Hardware zu kaufen, aktuelle, verliert man so ein bisschen Anschluss. Und so war das bei mir. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Nur nicht unbedingt in den Lüfter rein. Ich glaube, das geht. Nur nicht zwei auf einmal. Wenn ich einen Schraubendreher erfinde, der zwei Schrauben auf einmal kann, setze ich mich zur Ruhe. Also das ist ja auch, wie gesagt, nur eine Stütze, oder? Das soll ja jetzt nicht die Grafikkarte nach oben drücken, wie sonst was.
glaube, ich muss die andere noch mal einen Ticken lösen. Ja, Pikmip. Warum will die eine denn nicht greifen? Du Sau! Die andere ist doch drinne. Sparsamer als die 2,90. Ja, kann sein. Wobei, jetzt mal ganz im Ernst, dieses... Ups, es ist zwar cool, dass man da so ein bisschen sparsamer sein kann, aber ey, diese eine Stunde, die ich abends da ein bisschen zocke, ey, meine Güte. Gricky hat recht. Es ist nicht genug Gewinde da. Oder? Ich habe so das Gefühl, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele beste Schiene der Welt? Ja, super. Nun krabbelt hinter den CT, ja, CT. Ich habe nur mal kurz noch eine Frage. Gibt es in dem, sind denn da noch flachere, bevor ich jetzt da wirklich hinten dran krabbel? Oh, der war gemein. Gibt es da noch flachere als die hier? Also mal hier vor mein weißes T-Shirt. Weil, wenn nicht, ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch mit der, kann ich nicht mit der Schienenunterseite diese zwei hinteren runterdrücken? Nein, nicht ob die da drin sind, ob es die überhaupt gibt. Ah ja, ich krabbel ja schon. Hast du jetzt davon? Geben tut es solche. Okay, dann krabbel ich. Was habt ihr jetzt davon? Guck mal, der ist so magnetisch, der zieht die Platte mit raus. Okay. Mein Knie. Ich werde alt. Ich bin alt. Ja, krabbel hinter den CRT. Da passt kein Mensch dahinter. Oh. Jetzt fühlt es sich an wie Bastelnacht. Was ist denn mein aktueller? Was ist denn überhaupt mein aktueller Karton? Ist es dieses Republic of Gamer, oder? Wobei ist ja eigentlich egal, ich brauche nur zwei flache Schrauben. Ja, ist ja wurscht, vielleicht finde ich ja hier auch welche. Oder? Aber hier ist, glaube ich, da ist ein... Scheiß die Wand an, da ist nichts drin. Oh, natürlich der letzte Karton. Weniger Platz als bei Cracky. Das ist hier in der Ecke bestimmt. So ein bisschen, ja. Ja, hier ist ja alles drin, gell? Kabel. Nicht eine einzige Schraube. Gibt's doch nicht. Doppeltisch-Config. Ja. Scheiße. Oh! Wieso hat denn eigentlich niemand dieses Nintendo Wii-Konzept übernommen mit diesen Schubladen? Alle nur so dumme Kartons, die
nichts taugen. Habt ihr schon mal einen Mainboard-Karton aufgemacht, in dem nicht eine Schraube drin war? Das kann doch nicht sein. Das ist aber nicht der richtige Karton. Warte mal, ich muss mal kurz zu so einem Schrank laufen. Kann sein, dass ich das woanders reingelegt habe. So, den habe ich aber schon mal gefunden. Das ist es das? Ach stimmt, das ist das Gigabyte, oder? Ich dachte jetzt, ich habe das verwechselt mit dem... Wie hieß denn das, was ich vorher hatte? X99, oder? Wie hieß das? Ja, genau. Hier siehst du, mein Kopf war noch ein bisschen bei dem alten Mainboard. Jetzt wird's echt interessant hier. Vapor, vapor up your ass. X99 verkauft und dann den hier, ja. Ah, da sind so ganz flache. Yes. Guck mal, einmal reingegriffen. Kann auch mal Glück haben, oder? Das ist jetzt so Cracky Style, ne? Real Life. Wie heißt dieses Spiel, wo man diese Holzklötzchen auf den Esel legen muss? Das gleiche mit Hardware. Ah krass, die sind wirklich sauflach. Cooler Scheiß. Ja, ja, die haben das grobe Gewinde. Mit Gewinden kenne ich mich aus. Weiß nur nicht, ob die ganz reingehen. Ne, das sind nicht die richtigen. Die haben kein komplettes Gewinde. Packesel, genau, so heißt das. Also das Gewinde ist das Richtige, nur das ist nicht ganz durchgängig. Also so schwarze Schrauben in so einer Tüte, da sieht doch kein Mensch was. Scheinbar doch nicht die richtigen. Ja, 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 ja. Das ist nur ärgerlich, weil das sind eigentlich die richtigen. Richtig flach. Aber... Die Winde geht nicht ganz durch. Das sind so richtige Klassiker. Diesen Sechskant noch außen. Die sind klein. Die könnten schon reichen. Alles in schwarz. Man kann überhaupt nichts mehr lesen. Lesen, sehen. Wendelschrauben.
Ich probiere mal die anderen da. Die könnten schon passen. Da hat nicht viel gefehlt. Ich habe die hintere Schraube festgezogen und dann hat sich das so ein bisschen gekippt und dann habe ich die vordere, die hat nicht mehr gegriffen. Mal schauen. Ja, das könnte. Das könnte hinhauen. Oh ja. Oh ja, ich glaube. Ich habe sogar 4 von denen. Wobei, ich habe ja... Die anderen sind ja Wurst. Panzertape. Ja. Genau. Jimbo hat's raus. Ducktape. Kann ich nämlich auch die Rändelschrauben weglassen. Eigentlich schon sowas von bescheuert. Sekundenkleber, ja. Grafikkarte mit so einem Ding zu stützen, also es dauert nicht mehr lange, dann liegt die Grafikkarte flach drin und das Mainboard steht hoch. Ich glaube, das reicht schon, oder? Wir wollen ja hier keinen, oder? Oder soll ich den lieber hier hin machen? Ich glaube, das reicht. Nichts fehlende Schrauben scheitern. Ist doch schon gut. Ist doch alles fest. Zurückbleiben bitte. Ich lasse das jetzt so. I have to play. I have to play. Miser Rocks. Wupp, wupp, 12 Monate! Gleich noch eine Krake ins SNES rein. Wir können auch noch ein SNES hier reinbauen. Golden Ball Alarm, genau, 12 Monate. Brauche ich diesen System Fan Controller? Nee, oder? Brauche ich nicht, oder? It's very important that the rubber on the knob properly contacts and touches the surface of the graphic card. Yes, it touches. Ja, ey, Stromkabel, das ist mir klar. Ich war nur ein bisschen... Das erkläre ich aber gar nicht. Willi braucht Strom. Die kann man ja... Oh, ich habe noch eine Schraube da liegen lassen. Am Ende ist immer eine Schraube übrig. Also wenn ich sowas öfters machen müsste, müsste ich noch an meiner Beleuchtung arbeiten. Falsch rum, oder? Nee, oder? Die haben die jetzt nicht wirklich andersrum angeordnet. Kann es sein? Du Ripp, ich habe es mit 3 Sonnen versucht, es hilft nichts. Ja, es ist echt, es ist furchtbar. Jetzt mal ohne Scheiß, kann es sein, dass das da andersrum ist? Weißt du, das hat ja, guck mal, das ist ja noch so gebogen von der vorherigen Karte. Und da hat es so perfekt gepasst. Oder bilde ich mir das ein? Weil jetzt sind die Clips auch auf der anderen Seite.
Oh Mann. Ich glaube, ich muss das den einen Kabelbinder hier aufmachen. Ja. Ist nicht schlimm. Die andere war auch 2x8, ja. Aber die, ich habe die so andersrum gemacht. So, jetzt nur nicht das Stromkabel durchschneiden. So. Kleine Zange. Alles da. Alles da. Ja, es sind wirklich wie schwarze Löcher. Es ist eigentlich egal, wo welcher wo reinkommt. Jetzt mal so für einen kompletten Noob. Wurscht, oder? Hauptsache 2x8. Das ist aber auch ein scheiß Kabel, oder? Das hätte man wirklich ein bisschen besser anordnen können. Cracky sieht so anders aus, ja. So, finally. Was ein Gefummel, ey. Da leiden die Leute, die achtpolig brauchen. Mach doch achtpolige Stecker und lass die Leute leiden, die sechspolig brauchen. Tatsächlich nicht. Den Witz hat bestimmt noch niemand gemacht. Den hat wirklich noch niemand gemacht. Weil die haben so Respekt, weil ich eine SNS-Lampe gebaut habe. Knuro hat ja wieder die Hälfte verpasst. Schaltet hier um 11 Uhr ein mit einem dummen Spruch. Festklippbar. Früher gab es Netzteile mit so Schnappern, da konnte man die Stecker umbauen, ohne dass man drei Hände braucht. Ja, ist schlimm, ne? Na, was erzähle ich dir? Aber man braucht wirklich drei Hände und am besten drei Sonnen. Ja, fertig, oder? Ist eigentlich unspektakulär. Ihr seht den Staub hier nicht. Soll ich euch den mal zeigen? Aber wie der Cracky schon gesagt hat, Filter können die, ne? Wahnsinn. Alles sauber in dem Ding. Ja, hier ist ein bisschen was auf dem Netzteil drauf. Aber wirklich nicht viel. Der achtpolige oben links am Board. Dieser zusätzliche da unten. Ich hab da so einen kompletten Achter. Oder wenn es nicht der so ist. Dass der nicht mit so einem Schnapper ist? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Naja, ist ja auch wurscht. Ich würde sagen, das war's schon. Ich habe hier 4 Schrauben. Ich brauche aber nur noch 2 eigentlich, ne? Manche haben's. Was geht heute noch so? Nicht mehr so viel. Ich mache noch jetzt den Deckel drauf. Installiere mal die Treiber. Vielleicht noch. Ne? Cracker Test. Da bin ich der Richtige für. Moin. PUBG Chicken Dinner. Oh Gott, ne. Also PUBG heute nicht mehr. Nee, 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 nee.
Wir wollen noch einen Test sehen. Neuer Kraker, da gibt's ein neues Spiel. Neue Grafikkarte und dann eine Runde CSGO, oder was? Schmückst du deine Weihnachten für PC? Ja, so ungefähr. Mit einer Vega. Das gehört zu der hier. Test nächste Woche zum Fest. Ja, nächste Woche ist Urlaubszeit angesagt. Da geht man wieder ein bisschen mehr, würde ich sagen. Also, bei mir zumindest. Ich war jetzt 2 Wochen nicht da. Aber bald ist Urlaubszeit. Habe ich alles drin? Mega. Komm, dann sind wir so. Beerdigen wir noch die Vapor X, oder? Der Bernie hat schon gegeiert. Aber ich gebe so. Ich muss erstmal. Ich leg's erstmal mit in den Karton. Was hat denn da so Kratzer am Alu? Zu viel gearbeitet. Die Tüte auf der Couch. Die da. So. Da passiert schon nichts. Das ist ja auch die Tüte von der. Von der. Siehst du? Doch vergessen. Auf jeden Fall. Gebraucht, gekauft und lange Spaß gehabt. Stimmt, du hast recht. Ah, 2 Sachen sogar vergessen. Kacke. Ordnung muss sein. Siehst du, die Originaltüte. Und die Schrauben kommen hier rein. Wobei, die kann ich eigentlich. Ich lasse da. So, ich brauch's ordentlich. Man braucht's immer wieder. Wer würde nicht geiern? Beim Bernie schmilzt dann das Netzteil. Ja, okay. Gut zu wissen. Bleibt die bei mir. Ja, die Vapor. Das war wirklich ein geiler Einkauf. Gebraucht, gekauft. Wirklich lange Spaß daran gehabt. Was ist denn das für ein komischer Karton? Der geht wirklich so rum auf. Gut, Vapor. Ich werde dich bestimmt noch mal in meinen zweiten Rechner bauen irgendwann oder so. Wir sehen uns wieder. Ist die schon komplett drin? Scheinbar, ja. Die passt überhaupt nicht hier rein. Scheiße. Ja doch, die passt. Das ist nur Müll. So, Dille. Verpacken. Ich stelle mir gerade gedämpfte Schreie vor. Ja, Grafikkarten, die haben irgendwie immer was Magisches, oder?
Oh oh, mein Mainboard-Karton. Hier unten liegt auch noch eine geile rum, die ich auch nicht irgendwie hergeben kann. Meine GeForce 8800 GTS. Leider die kleine Version. Geile Boxershorts. Ja, Mann. Maurer-Dekolleté. Ja, ist halt so. Habt ihr keinen Arsch? Jeder hat einen Arsch. Stellt euch nicht so an. Oh Mann. Alles umgeschmissen. So, das räume ich jetzt aber auch nochmal schnell weg. Und dann kann man den Rechner wieder anschließen. Geht's los. Jetzt geht's los. So, erst aufräumen, dann das Vergnügen. So, Hose hochziehen. Gibt's wieder Gejammer. Guck auf die Szene. Welche Szene? Oh. Ups. Okay. Der, Mainboard-Karton ist schuld. Der hat umgeschaltet. Was wird denn gezockt? Gar nichts wird gezockt. Wird erstmal Treiber installiert. So, bleibt mal kurz dran. Hallo. Oh, hier ist noch ein verschwommener Greenscreen drauf. Peace. Guck mal, der hat noch das alte NDI-Bild gespeichert. Okay. Umbauen. Das Logo hast du heute schon mal gesehen. Bandscheibe ist raus. Den Tisch. Jo, mach's gut, Zwiggy Lino. Ab zum Tablet. Ich muss mal gerade da runterkrabbeln. Halt, stopp. Ich brauch Licht. Und was macht ihr so? Und den Tisch rumkrabbeln. Das Geile, wenn man einen Streaming-PC hat, man braucht nicht mehr so viel Kabel anzuschließen. Oh, ich muss meinen zweiten Monitor wechseln auf HDMI, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir können auch erstmal mit einem Monitor leben.
Man kann streamen, während man hockt. Ja, ne, das sowieso. Aber man hat doch nicht mehr so viel Kabel. I'm alive. I'm awake. I'm awake. Ich glaube, das kann ich noch mal ausmachen, weil ihr seht sowieso noch nichts. Noch kein Bild. Ist der Ton noch okay? Es halt ein bisschen. Ich habe voll das Mikro umgeräumt. Wieso sagt denn keiner was? Guck mal, wie das Mikro da steht. So, besser, oder? Besser, besser, besser. Wo ist der Chat? Keine Chatter. Der Chat ist da, oder? Ja. Oder ist der jetzt weg? Nee, der ist da. Da. Wow. Mal schauen, ob wir schon ein Bild bekommen. Ja, haben wir schon. Hauen wir mal den Treiber drauf. Einmal durchzählen, ob alle noch da sind. Ja, ich muss auch mal durchzählen, ob ich genug getrunken habe. Uglu, 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 uglu. Man hat dann immer so gefühlt immer so dreckige Finger. Schnellinstallation oder benutzerdefiniert? Benutzerdefiniert. Ah, die Lampe, die ist geil. Die macht mich happy. Heruntergeladen. Installation. Ja, go. Ich schau mal gerade, oh, mein Akku ist leer. Ob ich da noch mal ein Bild von machen kann. Das ist genauso scheiße wie mit jeder Kamera. Irgendwie kriegen die Kameras das nicht so richtig eingefangen. Ja, das sind richtig viele Zuschauer heute Abend da. Das ist geil. Muss man schon mal sagen. Wenn ich was zocke, ist ein Drittel davon da. Schokolade. Es ist Schokoladenzeit. Real Life? Nee. Erstmal nicht. Neustart. Magst du mir das eine geben? Du meinst die Lampe? Aber ihr seht ja oben, hier an der Decke, wo? Hier,
da kann man ein bisschen erahnen, wie sanft es eigentlich leuchtet. Durch diese matte Plexiglasplatten ist das ein richtig angenehmes Licht. So, wo ist diese Datei? Ich habe sie doch eben noch gesehen. Da, OC Silent. Jetzt habe ich leider hier keinen zweiten Bildschirm, weil mein zweiter Bildschirm aktuell noch über DVI angeschlossen ist. Das mache ich aber später, habe ich jetzt keinen Nerv für. LED-Strip. So, wie geht jetzt dieses Undervolting? Der Cracky hat das mir geschrieben. Irgendwie suche ich das jetzt raus oder warte ich einfach, bis jemand antwortet. Das finde ich nie im Leben jetzt so schnell im Chat. Ups. Oh, Standbild von der Treiberinstallation. Ja, wegen Reboot. I'm sorry. Wo ist das NDI-Tool? Der hat meine Desktop-Icons alle zerschossen. Da, jetzt finde ich nichts mehr. Ruf Cracky an. Ach, ruf Cracky. So, da sind wir wieder. Man sollte doch hier immer so einen Skalierungsfilter anmachen. Point. Oder Bilinear. Ich glaube, bei der Größe ist es egal, oder? Weiß jemand von euch, wo das ging? Bevor ich jetzt hier... Ich guck mal. Aber ich finde das wahrscheinlich eh nicht im Chat. Es gibt ja eine Suchfunktion. Suchen. Einstellungen. Also noch weiter hoch. Ja, der Cracky ist gerade irgendwie nicht da, ne? Ich kann ja mal gucken, ob ich es selber finde. Muss ja irgendwo sein. Nee, Einstellung ist irgendwie das falsche Wort. Verdammt nochmal, der hatte mir eine Erklärung geschickt. Man könnte ja auch einfach googeln, aber... Über das Wattmann-Tool. Ja, das Wattmann-Tool war doch bei dem Treiber dabei, oder? Das hatte ich ihn nämlich gefragt, ob das bei dem Treiber dabei ist. Und er sagte, ja, das ist da dabei. Aber ich habe das noch nie gemacht. Settings Advisor. Chill. Nee, das ist ja Settings Advisor. Ja, ist im Treiber. Genau. Spiel und da Global. Ah, danke. Danke, danke, danke. Wattmann. Ja, genau. Das hätte ich jetzt stundenlang gesucht. Vielen Dank, Santa. Okidoki. Muss ich das jetzt akzeptieren? Wo kann ich da jetzt ein Profil laden? Hier. Turbo, Benutzer definiert. Jetzt habe ich das geladen. Muss ich das jetzt nochmal speichern? Oder ist es jetzt einfach drinne? Oben rechts. Übernehmen. Wo steht übernehmen?
Sag mal, bin ich jetzt total blind? Passt, oder? Einfach laden und dann ist drin, ne? Gut. Das ist ja einfach. Wenn man so ein schönes vorgefertigtes Profil hat. Das war ja einfach. Und jetzt? Runde PUBG oder was? Meint ihr, PUBG ist ein bisschen besserer Benchmark als Afterburner anmachen und ab in den Flieger. Ich weiß nicht, ob mein Afterburner so richtig cool eingestellt ist. Oder hast du den das letzte Mal vernünftig konfiguriert? Some system components cannot be hooked right now. It's strongly recommended to restart application. Update. Muss ich das updaten? Ich kann den ja einfach mal anlassen. Reicht das? Oder muss ich den unbedingt updaten? Ich starte jetzt einfach mal PUBG schon mal. Sollte langen. Ja, gelange. So. Du Scheiße! Warum ist das so laut? Schlugen mir jetzt hier gleich die Ohren weg. Achso, das ist wegen der neuen Karte, ne? Ja, ich hör's gerade, ne? Wer will denn so ein Intro? Und warum haben die das immer noch nicht gefixt bekommen, dass der das ändert? Ich will keinen Winter-Lock-on-Bonus. Scheiß jetzt auf das Chroma Key. Ich mache mich jetzt einfach klein in die Ecke. Wir wollen ja hier nur mal ein bisschen testen. Ich habe auch lange kein PUBG mehr gespielt. Annehmen. Ja, komm. Jetzt ist es so leise. Patch Notes. Ja, unsere Server sind immer noch scheiße. Patch Note, danke. Achso, stopp! Ich hätte ja vielleicht mal die Grafik-Settings ein bisschen hochdrehen können. Ja, den CRT kann ich wegroppen. Ich kann es aber auch einfach sein lassen. Geht ja hier jetzt nicht um die goldene Ananas. Geschissen gut. Wisst ihr was? Ich gehe noch mal raus. Weil wenn, dann kann ich sie auch mal ein bisschen hochbohren, oder? Die Frage nur, auf was? Weil das Spiel sieht sowieso immer scheiße aus. Weiß jemand noch, was man da geil einstellen soll? Ja, aber nicht übertreiben pauschal. Oder soll ich doch erstmal so spielen für einen Vergleich? Hm?
auf hoch. Und dann so. Ja, ich lass erstmal so. Komm. Solo. Alles, was geht. Alles außer Schatten und auf hoch. Was? Die Anzeige hat sich aufgehängt. Afterburner hat sich aufgehängt. Ja. Jetzt habe ich aber gar keine Anzeige. Ach, der braucht einen Moment. Okay. Ah, da ist er ja. Ich mache die ganze Zeit Duckjumps. Man merkt gar nicht, dass ich CS gespielt habe. Das wird jetzt lustig. Aber soll ich euch was sagen? Mit der Grafikkarte sieht der Matsch noch mehr aus wie Picnic. Also saubererer Matsch. Wenn ihr wisst, was ich meine. So hier so dieses... Das ist so ein bisschen schmieriger. Das war vorher einfach richtige Pampe. Jetzt ist es weiche Pampe. Gute Nacht. Ich habe leider nur den Stream-Chat hier, weil mein zweiter Bildschirm noch nicht angeschlossen ist. Das ist ein bisschen... Muss ich mich immer so ein bisschen strecken. Ja, mehr Kraker-Ram. Ram-Matsche. Paradise Spicy, oder? Nee. Lieber Painan. Morgen gibt es wieder neue Fälle. Ja, schaltet morgen ein. Morgen macht der Metco wieder Kartenspiel mit euch. Könnt ihr wieder lustige Fälle erraten. Oh, ich bin viel zu spät raus. Sieht man schon da unten. Vor lauter Chatleserei. Die Vega langweilt sich ein bisschen, ja. Du erkennst es. Es fühlt sich schon geschmeidiger an, wenn man so fliegt. Da bilde ich mir das jetzt nur ein. Aber ich weiß jetzt, was ihr gemeint habt. Ich wurde ja immer viel verspottet, weil ich so Matschauflösung gespielt habe. Aber mir waren halt die Frames wichtiger als die Optik. Und wenn ich jetzt merke, was ich jetzt für geile High Frames hier habe, dann will man sofort hochstellen. Ich weiß, was ihr meintet. Aber mit der Vapor war mir das halt irgendwie lieber, dass ich da Performance hab. Ja, das ist das perfekte Spiel jetzt hier, um Chat zu lesen. Ich hab einen Revolver. Bin eh bestimmt gleich tot. Kann ich das jetzt direkt einstellen?
GA. Wo ist die Karte? Gehen wir mal ins Grün, oder? Wo man ein bisschen was sieht. Ich mach das mit NDI, ja? Wieso? Geht er ans Limit? Im LAN? Oder erkennt man da irgendwer was? Ach so, okay. Ne, hätte sein können, dass man jetzt irgendwie an Neue Graka, und jetzt sieht man, dass die das Netzwerk am Limit ist. Wobei ich eigentlich auf Gigabyte aufgerüstet habe. Der ist 900p. Es lohnt sich eigentlich kaum, noch das hochzustellen, weil ich finde, auch für so Facecam ist das auch okay. Ich bin auf der falschen Seite, deswegen ist hier keine. Denn nicht über den komischen Spielstil jetzt wundern. Meine Chatposition ist nicht so optimal. Ja, aber es fühlt sich schon ziemlich geschmeidig an. Muss man sagen. YOLO, schwimme. Bei den Frames geht noch was im Kraka-Menü. Du meinst im Treiber, in dem Treibermenü oder was? Bräuchte man Red Dot oder sowas. Dreifach ist zu krass. Ich brauche einen Red Dot. Oh, das hat ja Texturen. Oh Mann. So sieht also ein Medikit aus. Ah. Ich habe 144 Hertz Display, ja. Na, hier war ich doch schon drin. Da war ich noch nicht. Oder da war schon jemand anderes, oder? Ne, da war ich auch schon.
Ja, das Spiel richtig einstellen. Was ist hier eigentlich los auf dieser Karte? 33 Leute nur noch. Liegt das an meinem komischen Spielstil oder? Wer ist denn PUBG eigentlich jetzt so der gute Benchmark oder einfach nur weil es halt viele spielen? Bewegen sich dann normalerweise nicht die Pflanzen. Oh Mann, meine Chatposition ist echt suboptimal. Ja, natürlich, du hast recht. Ich sag ja, ich hatte, mein Medikit war immer nur so ein orangener Haufen. Und jetzt hat es echt Texturen. Einfach mal irgendjemand ein Red Dot liegen lassen. Also mir sind Frames eigentlich lieber als jetzt irgendwie so super duper Optik. Vor allem bei First Person natürlich. Ja, PUBG ist, sag ja, PUBG ist eh so ein bisschen hässlich, aber wenn man es da ordentlich zum Laufen bekommt, zumindest kleinzeitig, ist das schon ganz geil. Und ein Red Dot. Da, guck mal. Das ist so Camouflage. Das war sonst immer ein brauner Haufen. Mega friert, ja. Bestimmt gleich ein Headshot, dann friere ich auch. Das gibt's doch nicht. Guck mal, ich laufe hier mitten im Kreis rum, wie so planlos. Wieder zurück. Ab in die Mitte. Einfach. Schreib die Stunden auf und Ende des Jahres rechnen wir aus, was du mit Hilfe der XML. Ja, ich sag ja nicht, dass es schlecht ist. Dass man da was spart. Geht ja auch um die Kraka. Verheizt man die dann nicht so sehr, wenn man die runter in der Spannung runtergeht? Ist das so? What the fuck? Was ist denn das? Yes! Woohoo!
Hier war ich noch nie. Ist das neu? Das ist doch neu, oder? Alter Hut. Krass. Da kommt man nur hin mit einer Wege, ey. Da ist wahrscheinlich nie hingegangen. Ich will ein Red Dot. Läuft so flüssig, ich kann auch so spielen. Oh, da war schon einer. Man kommt hier also gar nicht mehr raus. Oh. Ich muss raus aus der Höhle. Denn das jetzt? Da war doch irgendwo ein Ausgang. Ah, hier. Eigentlich könnte ich hier ja warten, oder? Also richtig assi campen. Mach ich jetzt auch. Lese ich lieber ein bisschen Chat, jetzt ist er weg. Dö. Auf Hochstellen? Was denn? Alles? Oder gesamt auf Hoch? Also ich bitte dich, das ist ja jetzt hier kein Referenzzock. Sieht nicht viel anders aus, aber ich habe das Gefühl, es zieht ein bisschen nach. Ist nicht mehr ganz so geil. Ups, falsch. Ja. Weniger Frames sind immer noch hässlich. Genau. Oh, ich bin draußen. Ich warte trotzdem mal ein bisschen. Ultra. Schon wieder 11:45, wie die Zeit vergeht. Wenn man eine Lampe baut und eine Grafikkarte einbaut. Auch ein cooler Mix.
besser als nix. Das Mood muss ich dann erst einmal in der Speicher laden. Ach so. Bin ich gleich tot, bestimmt. Darüber, ne? Schlecht. Oh, die Zone kommt. Scheiße. Ich hätte komplett rennen sollen. Naja, fünfter. Für sinnlosen Quatsch. Für Benchmark. Ich gehe jetzt aber hier raus. PUBG. Papadonji. Schade, ja. Das war jetzt nicht so wirklich ernsthaft. Ende Gelände hier. Machen wir hier mal Breathe. So. Ja, ich würde sagen, machen wir Schluss für heute. Wäre das coolste Dinner geworden. Ja, das hätte ich dann beendet mit dem Clip. Oh, aus dem Leuchtkegel gehoben. Auf geht's, Doom 3 mit Vega. Nee, nee, nee. Ich mache jetzt Schluss. Genug gemacht heute. Hier, die coole Lampe. Ja, ich räume jetzt hier gerade noch mal ein bisschen um. Und dann machen wir auch gleich Feierabend für heute. Hier habe ich wenigstens großen Chat auf dem Screen. Ups, gleich fällt das ganze Stativ hier um. So. Kriegt ihr nochmal euren Endstream Scream? Sag mal Endstream Scream. Falsche Maus. Oh, wieso ist das so abgeschnitten? Ja, ich lasse die Lampe an. Verspannt wie Sau. So, meine Freunde, ihr seht mich jetzt zwar nicht mehr, aber danke fürs Einschalten. Hat richtig Spock gemacht heute. Macht's gut, morgen ist der Madcow dran. Und ja, jetzt ist bald Weihnachtszeit, Urlaubszeit. Das streame ich auch mal wieder öfter.
Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Tschö mit Ö. Thank you.